So, hallo meine Freunde der gepflegten Mittelalterunterhaltung. Wir sind in Gostovia angekommen. Wir sitzen hier am Lagerfeuer, aber hier brennt leider nichts. Das ist natürlich sehr schade. Ladies gibt es hier auch keine. Wie soll das anders sein? Wir sind mit diesem Dynasty-Teil noch nicht so richtig vorangekommen. Wir haben noch keine Frau, noch kein Kind. Wir sind also von der Dynastie noch weit entfernt. Aber wir bleiben dran. Wir behalten es einfach im Hinterkopf und irgendwann wird sich eine günstige Gelegenheit geben. Das Wetter ist immer noch grausam. Ich finde es wirklich ganz schlimm, die ganze Zeit Regen. Aber jetzt bringen wir erstmal Alvin seinen Trinkschlauch zurück, würde ich sagen. Hallo, ich bin zurück und bringe gute Nachrichten. Aufgabe erledigt. Vielen Dank, das hilft mir sehr. Ich habe ein paar Zwiebelsamen übrig hier. Vielleicht hast du Verwendung dafür. Meine Bitte hat dir hoffentlich nicht zu viele Umstände bereitet. Lass mich nachdenken. Die Näherin hatte kein Leder mehr, um deinen Trinkschlauch zu reparieren, also musste ich dafür ein paar wilde Tiere jagen gehen. War aber ein Klacks. Also kannst du Werkzeug herstellen und jagen? Du bist ja wirklich erstaunlich. Meine Mutter hatte ein gutes Gespür für Bogen und Speer. Sie hat mich schon, als ich klein war, oft auf die Jagd mitgenommen. Ich beneide dich. Mein Vater hat mir nur beigebracht, auf den Feldern zu arbeiten. Vergiss nicht, du hast am Ende dein Glück selbst in der Hand. Ja, das macht Sinn. Es wird Zeit für mich. Bis zum nächsten Mal. So, Alvins Geschichte geht an einem anderen Tag weiter. Wir müssen noch mit Unigost reden und schauen, wie es mit der Geschichte der Meute weitergeht. Und wir haben ja hier von einem mysteriösen neuen Mitglied gehört, quasi der rechten Hand von unserem Onkel. Hier ist er, der Unigost. Hallo, mein Junge. Hallo, Unigost. Lange nicht gesehen. Aber wirklich, Rasimir, wie ist es dir ergangen? Großartig. Ich habe kürzlich Wolrad getroffen. Das freut mich. Dein Vorhaben, mehr von Jordans Vergangenheit aufzudecken, scheint recht erfolgreich zu sein. Das stimmt. Ehrlich gesagt, ist das auch der Grund, aus dem ich hier bin. Ich wollte dich nach Castrell fragen. Oh, also hast du von ihr gehört? Ja, Wolrad hat ihren Namen erwähnt, aber sonst nichts. Diese Geschichte muss jemand anders erzählen, hat er gesagt. Unigost? Das ist nur sehr seltsam, warum er das ausgerechnet so sagt. Wirklich seltsam. Sie gehörte zur Meute und das war's auch schon. Du klingst gerade wie ich, als ich stockbesoffen versuchte, meinen Eltern weiszumachen, ich sei nüchtern. Du hast recht, entschuldige. Ich war einfach nicht auf dieses Thema vorbereitet. Ihr Thema, weißt du, Castrell war, ich erinnere mich an den Tag, an dem wir uns das erste Mal begegnet sind. Jordan, Sambo und ich, wir kamen gerade von einem unserer Einsätze zurück. Es war ein wirklich spektakulärer Raubüberfall, Plan, Kampf, Aufstand, Reinfall. Kurz gesagt, wir sahen uns dazu gezwungen, eine Abkürzung durch einen Fluss zu nehmen und verloren dabei fast all unsere Ausrüstung, auch unsere Pferde. Tagelang irrten wir durch den Wald, bevor wir auf ein kleines Dorf stießen. Wir waren viel zu erschöpft, um es auf elegante Art zu versuchen. Also entschieden wir uns einfach, ein paar neue Pferde aus dem Stall zu nehmen und etwas Geld dazulassen. Das taten wir dann auch. Wir ritten so schnell wir konnten aus dem Dorf, als wir plötzlich einen gellenden Pfiff hörten. Die Pferde hielten auf der Stelle an und rührten sich nicht mehr, als wären sie verhext. Jordan stürzte aus dem Sattel. Sambor trat mit aller Kraft die Hacken in die Flanken seines Pferdes, aber es bewegte sich nicht einen Schritt. Und dann hörten wir ihre Stimme. Wenn ihr alle wichtigen Körperteile behalten wollt, Jungs, dann steigt ihr jetzt von meinen Pferden ab und fangt an zu rennen. Ich drehte mich um und ich sah mich der schönsten Frau gegenüber, die ich je gesehen hatte, und dem Pfeil ihres gespannten Bogens, der genau auf mein Auge zielte. In diesem Moment kam dein Onkel wieder auf die Füße. Er war stinksauer und das ließ er sie auch lautstark wissen. Also schwenkte sie ihren Bogen ein klein wenig zur Seite und ließ den Pfeil fliegen. Sie hat auf ihn geschossen?
Ohne zu zögern, Sambo und ich, wir haben uns gekrümmt vor Lachen. Was, warum? Jemand wie sie war uns nie zuvor begegnet. Sie war die erste und so ziemlich die einzige Person, die es je geschafft hatte, Jordan alt aussehen zu lassen. Er blutete und wir lachten. Das muss ein wirklich seltsamer Anblick gewesen sein. Sie dachte sicher, wir hätten den Verstand verloren. Das alles endete damit, dass wir den ganzen Tag miteinander verbrachten. Sie versorgte Jordans Wunde und Jordan sagte die ganze Zeit über kein Wort. Währenddessen flehte Sambor und ich sie gerade dazu an, sich uns anzuschließen. Als wir ihr unsere Mission erklärten, etwas, das wir noch nie zuvor einem Fremden gegenüber getan hatten, stimmte sie zu, ohne zu zögern. Diese Frau hatte einfach kein Quäntchen Furcht in sich. Das mutigste Wesen, das es je gegeben hat. Ihre einzige Bedingung war, dass wir alle Pferde mitnehmen. Diese Tiere waren ihre Familie. Sie hatte niemanden sonst und Familie lässt man nicht so einfach zurück. Es waren 5. Manche würden es Zufall nennen, andere Schicksal. Das 5. Pferd war für Wollrad, nicht wahr? In der Tat, sein Name war Klette. Ein Name, der nicht besser zu seinem künftigen Besitzer hätte passen können. Klette fungierte für beinahe ein Jahr als unser Packpferd, bevor er einen Reiter fand. Die beiden wurden unzertrennlich, das kann ich dir sagen. Aber zurück zu Kestrel. Jordan mochte sie am Anfang nicht besonders. Das muss das einzige Mal gewesen sein, dass ich ihn je so verunsichert gesehen hatte. Bei anderen Frauen genügte ein Blick und er hatte sie in seinen Bann geschlagen. Doch bei ihr gelang ihm das nicht und das nahm er ihr übel. Zumindest für eine Weile, denn bald ergab eins das andere. Die Sonne geht immer im Osten auf und im Westen unter. Daran führt kein Weg vorbei. So war es auch mit Jordan. Er bekam immer das, was er wollte. Und was er wollte, das war bewundert zu werden und begehrt. Es ist nicht so, als hätte sie je wirklich eine Wahl gehabt. Sie waren ein Paar, Kestrel und Jordan? Nun, es begann alles als eine flüchtige Liebschaft, aber beginnt die Liebe nicht oft so? Schon bald waren sie unzertrennlich. Hätte ich Jordan nicht so gut gekannt, hätte ich geglaubt, dass sie ihn veränderte. Aber er veränderte sich nicht. Konnte es nicht. Er amüsierte sich nur mit seinem neuesten Spiel. Einer Liebesbeziehung. Selbst Sambor wurde das irgendwann klar. Alle wussten es, außer Kestrel. Jordan wurde dieses Spiel so bald müde wie alle anderen. Also kehrte er wieder dazu zurück, alle möglichen anderen Frauen zu verführen und Spaß mit ihnen zu haben. Mit dem Unterschied, dass das Ganze für ihn nun den zusätzlichen Reiz der Herausforderung hatte, es vor Kestrel geheim halten zu müssen. Es tat weh, das mit anzusehen. Wirklich weh. Besonders, weil ich sie beide so sehr liebte. Du liebtest sie wie deine Familie. Rasimir, ich liebte Kestrel. Von dem ersten Moment an, in dem sie ihren Pfeil auf mich richtete. Das hat nie aufgehört, aber ich bin schon immer schüchtern gewesen und mein Leben in Jordans Schatten hatte das nur noch schlimmer gemacht. Also behielt ich es für mich, jahrelang, bis ich es nicht mehr tat. Wie meinst du das? Wir begannen uns heimlich zu sehen. Also habt ihr Jordan betrogen? Nichts ist jemals einfach schwarz und weiß, lieber Rasimir. Das wirst du lernen, wenn du älter wirst. Wir bewegten uns alle innerhalb unendlich vieler verschiedener Graustufen. Aber ja, es lässt sich nicht leugnen. Ich hasste mich selbst dafür und ich hasste ihn, weil er die Liebe meines Lebens verletzte. Dafür, dass ich sie anlog, um seine schmutzigen Geheimnisse zu wahren, während ich mein eigenes hütete. Es war erschöpfend, wenn ich ehrlich bin. Doch ich konnte nicht aufhören, konnte sie nicht verlieren. Und sie konnte nicht damit aufhören, ihn ebenfalls zu lieben. Ich verurteile dich nicht, Unigos. Das klingt unerträglich. Das ist nicht das Ende der Geschichte. Alles ging bergab, als sie schwanger wurde. Ich konnte weder essen noch schlafen, zog mich mehr und mehr von ihr zurück. Das Nichtwissen brachte mich fast um den Verstand. War Jordan der Vater? Lag ich bei einer Frau, die das Kind eines anderen trug? Oder war es vielleicht das meine? Und ich würde es nicht großziehen, stattdessen als sein Onkel bei ihm leben, eine Lüge leben, wie ein Feigling. Die finstersten Gedanken gingen mir in diesem Moment durch den Kopf. Ich gebe mir immer noch die Schuld deshalb. Habe ich mir etwa
insgeheim sogar gewünscht, dass es passiert. Dass was passiert. Das Kind kam tot zur Welt. An jenem Tag wollte ich mit ihm sterben. Doch gleichzeitig fühlte ich mich erleichtert. Was für ein Mensch fühlt sich von so etwas erleichtert? Als Jordan den Raum verließ, wollte ich die Augen des Kindes sehen. Ich wollte sicher gehen, endlich wissen, was ich fühlen sollte. Aber sie ließ mich nicht. Jordan und ich trauerten gemeinsam, tranken und weinten die ganze Nacht gemeinsam. Ich tat, als hätte ich lediglich Mitgefühl, das Mitgefühl eines Bruders. Dabei war ich nichts als ein Dreckskerl, der seinen ganz eigenen Grund zur Trauer hatte. Der winzige Körper des Kindes wurde am Morgen verbrannt. Danach konnte ich nicht zu Kestrel zurückkehren. Und Jordan konnte es ebenfalls nicht. So verlor sie drei Männer an diesem Tag, alle verzehrt von den Flammen, als Rauch und Asche zerstreut vom Wind. Unigos, es tut mir so leid. Ich hatte keine Ahnung, was du alles durchgemacht hast. Was ihr alle durchgemacht habt. Es gibt nichts, das dir leid tun müsste, mein Junge. Ich habe von Anfang an versucht, es dir klarzumachen. Beneide nicht das Leben, das wir geführt haben. Wir haben versucht, etwas wirklich Gutes zu tun, etwas zu verändern. Doch wir waren keine Helden. Wir zahlen noch immer den Preis dafür. Ich muss sie sehen, Unigos. Du hast gesagt, dass es euch alle in dieses Tal verschlagen hat. Ich weiß nicht, wo sie lebt. Sie wollte nicht gefunden werden. Nicht von mir. Also habe ich nie gesucht. Allerdings bin ich recht sicher, dass Sambo es weiß. Du kannst es bei ihm versuchen. Das werde ich. Rasimir, wenn du sie siehst, sag ihr, dass ich... Ach nein, nichts. Gib Acht auf dich. Das ist ja eine wirklich aufregende Geschichte. Schaut es jetzt hier aus? Nur lauter Kerle. Das ist ja hier auch unerträglich. So, jetzt begeben wir uns erstmal in unser Dorf. Kümmern wir uns mal um den Kram, den wir so alles eingesammelt haben. Dann müssen wir wieder zu Sambor. Und wir müssen nach Branica. Mei, oh mei, lauter Quests, die uns über die halbe Karte führen. Ich glaube, wir gucken jetzt erstmal in unser Dorf, ob es da nicht irgendwas Spannendes zum Ausbauen gibt. Ich hatte eine Fata Morgana gesehen. So. Da gibt es jede Menge Hirsche zu jagen. Aber wir müssen jetzt erstmal in unser Dorf gucken. Ich hoffe, das Wetter wird bald besser. Das ist ja echt auch furchtbar. Furchtbar. So, wie ist es jetzt eigentlich hier mit unseren Schweinen? Wie viele Schweine haben wir denn inzwischen? Oh, wir haben zwei erwachsene Schweine. Was ist das? Ein Ferkel? Eine Sau? Eine Sau? Zwei Säue und ein Ferkel? Hä, haben wir kein... Haben wir kein Eber? Haben wir nur drei? Drei Schweine? Nicht vier? Wahrscheinlich hatten wir kein Geld mehr. So, hier ist die Bauernfamilie. Da ist alles in Ordnung. Hier haben wir ein paar, hier haben wir einen Obstbaum gepflanzt, einen Apfelbaum. Aber, achso, hier ist Kohl gesät. Mohn, Kohl, Kohl. Ich schätze mal, hier sind Zwiebeln, rote Beete, Hafer. Das ist ungepflügt, da ist kein Dünger da. Das ist auch ungepflügt. Da war doch was, genau. Man kann, glaube ich, der Trog des Tierfutter ist hier ziemlich leer. Ich glaube, wenn man hier keinen Angestellten hat, dann gibt es auch keinen Dünger. So war das, glaube ich.
Oh, mit den Tieren, ja, wir haben drei Schweine. Landwirtschaft, Scheune, Tierhaltung, Schweinestall. Genau, und hier arbeitet niemand. Ich glaube, Gertruda. Wo ist sie denn? Ach so, nein, wir sind von der falschen Richtung hin. Wir müssen. Na, wir müssen zu Gertruda. Und dann können wir hier einen neuen Arbeitsplatz einrichten. Und zwar den Schweinestall. Und ihr diesen Arbeitsplatz zuweisen. Und dann müssen wir im Schweinestall als Produktion Dünger angeben. Das ist schon eingestellt. Genau, das ist schon eingestellt. Und dann brauchen wir aber auf jeden Fall noch jemanden, der in der Scheune arbeiten würde. Und für denjenigen brauchen wir dann auch ein Wohnhaus. Jetzt die Überlegung, entweder wir hinten noch ein Haus hinzusetzen. Oder hier oben neben der Scheune. Oder hier oben neben der Scheune. Es ist schon wieder so krass düster einfach. Hier haben wir den Grabungsschuppen. Ja, und hier haben wir noch ein Haus geplant. Das wäre aber für die Handwerker gedacht. Zumindest habe ich mir das so gedacht. Und hier auch. Hier haben wir die Küche. Gehen wir hier gleich mal ins Nahrungsmittellager und geben unseren. Wir haben so viel Fleisch. Wir müssen Fleisch verkaufen. So, einmal mit Wasser haben wir jede Menge. Und hier Lebensmittel haben wir auch ohne Ende. Wir müssen, ich weiß nicht, ich glaube, wir müssen nicht so Lebensmittel verkaufen, sondern wir brauchen mehr Leute. So schaut es mal aus. Jetzt gucken wir mal in unser Haus rein. Und ich überlege gerade, ich schlafe bis zum nächsten Tag. Kriegt man ja Depressionen, wenn man hier nachts im Düsteren hier immer rumläuft, im Regen und so. Das ist ja furchtbar. So, jetzt schauen wir uns das mal an. Wir bauen jetzt, glaube ich, ein bisschen am Dorf rum, bevor wir wieder rumziehen. Dann haben wir die Chance, dann haben wir die Chance, wenn wir unterwegs sind, wieder Leute zu finden für unsere Aktivitäten. So, wir laden hier mal Zeug aus. Stöcke, Siedelsamen brauchen wir auch nicht. Den Eintopf behalten wir mal, brauchen wir was zum Essen. Und aus dem Dung machen wir gleich mal Dünger. Ups, falsche Richtung. Da müssen wir irgendwie lang, genau. Und dann haben wir hier noch einen Arbeiter haben wir hier noch. So. Dann haben wir hier noch eine Ladung Dünger. Nochmal das Licht an. So, jetzt ist das Bild schön unscharf. Genau so mache ich das. Tja, damit muss man jetzt leben. Es ist jetzt einfach unscharf, das Bild.
Jetzt rauscht der Hintergrund nicht mehr so, weil das Licht an ist. Dafür ist jetzt das Bild unscharf. Ein Traum. Ein Traum. Ein Mann mit Profisarbeit. Jetzt hat sie sich gefangen. So, jetzt haben wir hier Dünger gemacht. Den Dünger, den legen wir hier halt einfach in die Truhe. Das müsste ja funktionieren. Wir haben hier auch Körner ohne Ende. Also produktionsmäßig, Nahrungsmittelproduktion läuft hier echt auf Hochtouren, würde ich mal behaupten. Jetzt müssen wir noch mal ins Lager schauen, weil ich habe vergessen, einen Hammer einzupacken. Den brauchen wir auf jeden Fall, wenn wir was bauen wollen. Schups. Und da machen wir die Truhe auf. Hammer, Hammer, Hammer. Hammer, einen Hammer. Für Erz haben wir noch jede Menge. Nee, wir haben keinen Hammer mehr. Was braucht man denn dafür? Zwei Holzstämme, glaube ich. Machen wir mal zwei Holzstämme. Und braucht man Steine? Oder Stöcke? Ich weiß es nicht. Handarbeit? Aber ja. Passt. 10 Stöcke, ein Holzstamm, ein Hammer, machen wir 2 Hämmer. Hammer, Hammer. Und dann. Ja, es ist die Frage, ne? Wohin damit? Also entweder hier. Gucken wir mal, ob hier eins hinpasst. Gebäude. Häuser. Kleines Haus. Ja, das ist die falsche Richtung. Wenn, dann würde ich es andersrum haben wollen. Aber das ist hier auf diesem Hügel, glaube ich, nicht so gut. Aber hier. Falsche Taste. Ich finde, so finde ich es immer schöner. Ja, so ist besser. Dass es nicht direkt im Feld der Eingang ist. Soll ja noch irgendwie ein Weg davor sein oder so. Jetzt brauchen wir den Hammer und zwar Hammer auf die 3 und dann brauchen wir jetzt hier Steine. Aber wir müssen ja jetzt im Lager so ziemlich alles drin haben, was man so braucht. So, dann nehmen wir mal Steine mit. Jetzt haben wir nicht aufgepasst. Ich glaube 10. Na, die Frage ist jetzt, was für ein Haus machen wir für den Bauern? Ich würde sagen, wir machen so ein Blockhaus. Ja? Das ist doch eine gute Idee. Hätte ich natürlich jetzt gleich Stämme einpacken sollen. Ja, es ist total effizient, was hier läuft. Ja? Seht schon, das ist richtig auf Effizienz getrimmt. Kein Meter zu viel. So, hier. Dann Holzstämme. Wie schaut es mit Holzstämmen aus? 300 Holzstämme. Ja, genau. Ja, wir müssen natürlich trotzdem mit dem Gewicht aufpassen und dürfen nicht zu viel mitnehmen. Schauen wir mal so, das müsste doch passen. Können wir nicht mehr rennen. Aber so ist es jetzt nicht. So, jetzt kommen wir wieder rennen.
So, jetzt brauchen wir hier. Also genau, erstmal überlegen, in welche Richtung wollen wir Fenster haben. Also hinten raus. Okay, hier an der Seite ist nichts Sehenswertes. Ja, hinten raus ist halt so zum Weg, ne? Aber dann machen wir vielleicht das Fenster auf dieser Seite. So, und wir wollen die Holzwand mit Fenster. Ja. Genau, so blockhüttenmäßig wollen wir das Ganze. Und hier wollen wir jetzt eine Holzwand. Und hier wollen wir Wände mit Türen, Holzwand mit Tür. Genau, jetzt geht uns schon wieder das Baumodell aus. Da brauchen wir jetzt natürlich sehr viele Holzstämme für die Geschichte. Und wir haben Hunger. Essen wir mal den restlichen Eintopf. Denn am Essen soll es wirklich nicht mangeln. So, hier sind wir. Wir brauchen noch mehr Holzstämme. Ja, wieder so 20. Die brauchen wir nicht. Machen wir es da lassen. Es wiegt alles nichts. Das ist, bringt nichts. Die Axt können wir mal da lassen, solange wir hier arbeiten. Fackel brauchen wir gerade auch nicht. Mal, das wiegt alles nichts. Die Rehchen können wir im Zweifelsfall da lassen. Immerhin 2 Kilo. Bogen brauchen wir gerade auch nicht. Ja, machen wir es gleich so. Alles raus. Wir machen alles raus. Die Pfeile biegen wirklich nichts. Und das hier auch nicht. Also gut. Dann können wir gleich nochmal 3 Holzstämme mitnehmen. Und ich würde dann auch. Haben wir Bretter? Ne, die Bretter, glaube ich, die haben wir nicht machen lassen. Ich würde dann auch ein Holzdach machen, also kein Strohdach. Obwohl für die Bauernhütte. Oh, ein Strohdach für die Bauernhütte. Finde ich okay. Und vorne raus ein Fenster? Ah ja, warum nicht? Zwei Fenster können wir uns schon gönnen. So, Holzwand. Holzwand. Noch eine Holzwand. Und noch eine Holzwand. So, hier oben. Hier oben lassen wir die Flechtwand. Sieht vielleicht ganz nett aus. So, Dachboden noch. Jetzt haben wir alles verbraucht. Nächstes Zeug müssen wir uns dann holen. So, jetzt haben wir hier haben wir die eine Hütte. Ich würde jetzt gleich überlegen, wo wir die nächste Hütte hinbauen wollen. Und dann können wir ja mal überlegen. Wie ist es denn mit der Tierhaltung? Wir haben Hühner und Schweine können wir machen. Und ich glaube, einen Hühnerstall haben wir ja noch nicht. Das heißt, wir könnten noch einen Hühnerstall machen. Und den dann vielleicht hier oben. Wir haben ja unten den Schweinestall bei der Bauernhütte. Dann könnten wir auch hier oben können wir noch überlegen, den Hühnerstall hinzumachen. Gebäude, Hühnerstall. Der ist auch ziemlich klein. Vielleicht passt der hier noch dazwischen. Ja, würde er. Aber das würde das hier oben schon sehr eng machen. Ne? Ich glaube, ich würde hier eher überlegen, kann man hier einen Weg hin machen? Ja, das geht. Ja, das machen wir so. Da haben wir hier einen Weg.
Und dann machen wir hier noch, machen wir auch einen Weg. Genau, dann haben wir hier noch einen Weg. Und dann habe ich schon überlegt, wir machen hier. Haben wir uns die Zäune gegönnt? Nee, haben wir nicht, aber können wir. Lattenzaun, Flechtzaun. Holzzaun können wir noch nicht. Stockzaun. Das ist jetzt die Überlegung, was für einen Zaun machen wir hier? Was für einen Zaun machen wir hier? Ich habe eine Idee. Wir machen hier diesen ganz einfachen Zaun. Und zwar hier so. Immer die rechte Maustaste und dann ist vorbei. So. Achso, nee, wir brauchen noch ein Tor. Tor brauchen wir auch noch. Oder wir machen das Tor hier oben hin. Ja, wir machen das oben hin. Hier so. Stockzaun. Gatter. Und da brauchen wir das. Ja, Stockgatter, Flechtgatter. Ich glaube, Stockgatter. Auch gleich das Flechtgatter, oder? Oh, falsche Maustaste. So. Okay. Und jetzt machen wir noch mehr Zaun. Und hier unten. Wir können natürlich hier unten auch noch ein Tor. Ah, wir machen hier unten auch noch ein Gatter hin. Dann geht es von beiden Seiten. Kann man von beiden Seiten reingehen. So, da konnte man doch jetzt das so ein bisschen drehen, oder? Zerstören wir den Stockzaun. So, und jetzt hier so anschließend alles. Ja, das geht jetzt fast, ne?
Jetzt geht es nicht. Zappalot. Machen wir es anders. Machen wir hier. Zaun, nix Zaun, Gatter, Flechtgatter. Geht gar nicht. Gatter, Flechtgatter. Hier so hin geht's gar nicht. So. Wenn wir das andersrum machen. Ich weiß, jetzt kriege ich wieder zu hören, dass ich da ewig an dem Zeug rumdokter. Aber das ist ja halt auch ein optisches Element. Das heißt, es soll natürlich auch optisch gut aussehen, sonst bringt es mir ja nichts. Aber ich komme hier mit meinem Zaun nicht nah genug an das. Das gibt's doch nicht. Ich hätte das gern anschließend. Gibt's denn anschließend? Ja, dann muss das halt so. Dann muss das so genügen, würde ich sagen. So, jetzt brauchen wir Stöcke ohne Ende. Und dann, genau, warum ich das überhaupt gemacht habe. Jetzt hätte ich nämlich gern hier Landwirtschaft. Plantagen. Ich hätte wahrscheinlich erst die Plantagen setzen müssen. Wäre schlauer gewesen, würde ich sagen. Genau, kriege ich nämlich jetzt hier nicht rein. Hervorragend, ist ja super. Ich mache das jetzt aber dann nochmal neu. Aber es ist halt für einen Hühnerstall jetzt, das ist der falsche Zaun, eindeutig. Vielleicht mache ich dann, ich lasse das jetzt so und dann baue ich hier irgendwie den Ziegenstall hin. Und dann nehme ich das als Gatter für die Ziegen. Ich glaube, so machen wir das. Aber meine Plantagen hätte ich jetzt trotzdem gern gehabt. Hier vielleicht. Also das sollte mir jetzt eine Lehre sein. Hier zu viel rumgedockter ist nicht gut. Immer erst Landwirtschaft, Plantagen. Okay, hier kriege ich keine mehr hin. Jetzt geht es schon wieder los. Ist ja unerträglich. Ist ja unerträglich. Immer dieses ewige Rumgedokter hier. Mei, oh mei, oh mei. Ich finde es auch ein bisschen schade, dass man die Sachen nicht ein bisschen freier platzieren kann. Das fände ich schon. Wäre schon nicht schlecht. So, Landwirtschaft. Das ist so. Das ist irgendwie so kästchenmäßig. Warum passt jetzt das da nicht hin? Himmel, Herrgott! Drei, vier, fünf. Ja, das passt ja jetzt. Hier sind jetzt halt diese Fichten. Aber hier würden zwei Reihen nebeneinander passen.
Das probieren wir noch jetzt mal aus, ob da hier zwei Reihen nebeneinander passen würden. Ich bin schon zeitmäßig ja völlig am völlig im falschen Horizont, aber ich möchte das jetzt hier noch abschließen. Passt es dann immer dazu? Er ist schon am Haken. Streber. Wie muss ich das jetzt setzen, dass es hier genau daneben passt? Hier so vielleicht? Ja, ne? So schaut es doch gut aus. Passt es jetzt hier mit den Bäumen noch? Ja. Gut. Dann können wir hier Apfelplantagen setzen. Schauen wir mal, wie das funktioniert. Okay, in diesem Sinne würde ich die Folge jetzt abschließen. Das war jetzt eine Folge mit Überlänge. Ich danke auf jeden Fall ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, das hat euch nicht zu sehr genervt mit dem Setzen von den Zäunen. Die müssen wir jetzt auch noch bauen. Unser Haus braucht noch ein Dach und ich würde sagen, wir brauchen auf jeden Fall noch einen Hühnerstall und wir brauchen auf jeden Fall noch ein zweites Wohnhaus für zusätzliche Bewohner, die wir dann auf unserer nächsten Reise finden werden. Ich hätte das so überlegt, dass wir also quasi dann im Sommer uns auf den Weg machen. In diesem Sinne, macht es gut und bis bald. Dankeschön, ciao.